Moin Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Heute habe ich was richtig Besonderes am Start. In dem Fall handelt es sich um einen Karmann Colorado S. Und wie ihr es unschwer erkennen könnt, ist das T4-Basis. Das Ganze aus Baujahr 99 mit 137.000 Kilometern gelaufen. Das Ganze auch nachweisbar. Das ist ein 2,5 Liter Diesel mit 100 PS. Den kannst du wahrscheinlich noch, keine Ahnung, eine Million Kilometer fahren. Super gepflegtes Auto, das kann ich nicht anders sagen. Haben wir so in der Form noch nie gehabt. Diese Alkovenform, also wo ihr oben eine Schlafmöglichkeit habt. Aber wir fangen vielleicht erstmal von außen an. Rost hat er keinen, war mir wichtig. Wir haben uns die ordentlichen Fredesteinreifen mal angeguckt. Die sind aus 2018 und auch neuwertig. Der ist wirklich wenig bewegt, das kann man nicht anders sagen. Und dafür, dass der Kollege hier 24 Jahre alt ist, guckt euch das mal an. Also das findest du kein zweites Mal so ein Auto, würde ich behaupten. Die Sitze nicht abgesitzen, gar nichts. Damals wurden halt noch Autos gebaut, dass das alles ein bisschen hält und nicht gleich durchgesessen ist. Spiegelt sich hier einfach bei dem wieder. Guckt euch mal die Sitzwange an. Also wie als hätte hier noch nie einer drauf gesessen. Wahnsinn. Wirklich cooles Teil. Mit jede Menge Ausstattung. Hinten finde ich ganz praktisch, der einen Roller gerne mitnehmen will, haben wir diese Pritsche hinten mit dran. Wir haben einen Fahrradträger, du kannst hier mal aufs Dach gehen über die Leiter. Ein paar kleine Gebrauchsspuren sind dran, ne? Das sehe ich, aber ich sage mal, für ein 23 Jahre altes Auto steht er wirklich gut da. Hier ist jede Menge Stauraum, müssen wir jetzt vielleicht nie unbedingt reingucken. Hier ist die Möglichkeit, zwei Gasflaschen mit unterzubringen und hier geht es rein in die gute Stube. Das heißt, wir haben hier unten so eine Trittstufe. Mal gucken, Kameramann, dass du nicht stürzt. Und ansonsten ist hier, wie eben schon beschrieben, das Hochbett. Ansonsten kann man das hier unten umbauen. Am besten, ihr geht einfach mal nach dem Video, sende ich ja den Link rein sozusagen, wo er weitergeleitet werde zu Mobile. Dort sind nochmal 30 Bilder, da haben wir das auch mal umgebaut, dass ihr gucken könnt, wie sowas aussieht. Ne? Das heißt, wir haben hier eine Küche. Ist vielleicht jetzt ungünstig, wenn ich hier vorgehe, oder ich gehe einfach hier mal rein ins Scheißhaus. Und hier ist quasi die Dusche, da kann man das mittels des Vorhangs abtrennen. Vollwertiges Klo. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt ein bisschen größer und schwerer ist, hat man hier drin auch ein bisschen Platz. Ich kenne das aus vielen Campern, dass das wirklich mini klein ist. Und ich muss sagen, hier hat man doch ein bisschen Bewegungsfreiheit. Genau. Kühlschrank ist mit dabei. Der kann mit Gas und mit Strom betrieben werden. Und ansonsten, was gibt es noch? Rückfahrkamera. Hier kann man vielleicht auch irgendwie was hinten anschließen, dass du irgendwie einen Film gucken kannst oder sowas. Wir haben überall die Fliegenschutzgitter mit dran. Das ist alles gut erhalten. Und was wichtig ist, bevor ich das Ding gekauft habe, hat der Kunde noch eine Dichtigkeitsprüfung gemacht, dass hier keine Feuchtigkeit im Innenraum ist. Das kann man messen. Gibt es ein Prüfprotokoll, dass hier alles in Ordnung ist. Und das ist auch wirklich der Fall. Die Klimaanlage vom Auto rundet das Ganze noch ein Stück ab. Heizung gibt es natürlich auch, sodass man das auch das ganze Jahr in der Theorie in der Praxis fahren kann. Dadurch, dass der auch Ganzjahresreifen hat, dementsprechend braucht man hier nichts umziehen. Und was den wirklich besonders macht, was den komplett unterscheidet von allen anderen Autos, der hat noch den Partikelfilter drunter gebaut. Das heißt, ihr habt hier eine grüne Plakette, kommt überall rein. Und von daher, wenn es euch interessiert, lasst es uns gern wissen, kommt vorbei. Wir sind gern für euch da unter der Woche 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Wir nehmen auch hier ein anderes Auto in Zahlung, wir können sowas finanzieren. Es wird hinten durch die Werkstatt geprüft, gecheckt, alles, sodass ihr einfach von uns ein gutes Auto kriegt. Ich danke erstmal und ich hoffe, euch bald persönlich kennenzulernen. Ciao!